Hallo meine Freunde und damit auch wiederum herzlichst willkommen hier zurück zum Autobahn-Polizei-Simulator. Es geht weiter, Signale, ne, Funkstatus, ne, Funktion, Licht, aus, Gott. Zentrale an Adler Moor, 01. Vorsicht, Behinderung des Verkehrs durch einen Unfall mit Sachschaden auf der A42 in Richtung A28. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen Sie für Sicherheit. Okay. Oh, das ist eigentlich direkt vor uns, bin beeindruckt. Alle zu! Ja mal brennend interessieren würde, ist der Faktor, die Autos überhaupt auf uns reagieren. Norbert Moore 1, Anzentrat, komme zur Wache. Na ja, gut, so räumte Fahrbahn. Was hupt denn hier so blöd? Ist ein Unfall! So, servus Lakritze, lassen Sie schon mal gerade das Gelumpe aufstellen. Hupen die wieso, die Bescheuerten hier, Alter? So. So. Leuchte verloren haben. Ach Jungs, das hätte man wohl besser umsetzen können. Gerade bei sowas hier, skizzieren. Guten Tag. So. Was piept hier eigentlich die ganze Zeit? Das würde mich mal auch mal interessieren. So, ich mach mal hier kurz was auf, wenn sie nicht stören sollte. So. Gut. Vielen Dank. So, einen wunderschönen guten Tag. Sicherlich sind Sie wegen des Unfalls immer noch aufgewühlt. Trotzdem muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Erstmal würde ich gerne Ihre Dokumente haben, sowie Führerschein und Fahrzeugpapiere. Dankeschön. So, schauen wir uns die Dokumente mal an. Wir haben hier eine Zulassungsbescheinigung für Deutschland unter VSV, Lang GmbH. HU ist bis 2014 gültig. Okay. Wir haben Sachsen-Lena. Die Sachsen-Lena, wer kennt sie nicht? Grüß dich. Gut, dann vielen Dank. Guck schon mal kurz ihren Personalausweis an. Da haben wir nochmal die Sachsen-Lena, geboren 56 in Genswaller. Mhm. Haben Sie Drogen konsumiert, Lena? Okay, bleiben Sie von Drogen fern. Haben Sie Alkohol getrunken, Lena? Nee, alles klar. Dann erklären Sie mir mal bitte den Hergang. Der Lieferwagen, ich dachte, es sei viel schneller und ich habe die Geschwindigkeit völlig falsch eingeschätzt, haben wohl zu viel Gas gegeben, als ich mich gerade überholen wollte. Oh je, wie soll ich das bloß der Versicherung erklären? Um die Versicherung sollen Sie sich weniger Sorgen machen. Überlegen Sie mal lieber gut, wie Sie das denn richtig... Sorry, wir gehen doch mal hier dran.
Was, wie ist das geschehen? Der Lieferwagen, ich dachte, er sei viel schneller. Ich habe seine Geschwindigkeit völlig falsch eingeschätzt und habe wohl zu viel Gas gegeben, als er mich gerade überholen wollte. Oh je, wie soll ich das nur der Versicherung erklären? Um die Versicherung sollten Sie sich wenig Sorgen machen. Überlegen Sie sich lieber gut, wie Sie das den Richter erklären wollen. So völlig deeskalierend. Oh Gott, pusten Sie mal bitte. Ganz ehrlich, wer hat die Dialoge geschrieben? Wer hat die Dialoge geschrieben, jetzt mal ohne Scheiß? Da hatte jemand auf jeden Fall viel Humor, das muss man auf jeden Fall lassen. So, von einer komplett ruhigen Situation richtig zu eskalieren. Guten Tag, Sie sind sicherlich auch noch aufgewühlt, welchen Unfall. Aber ich muss Ihnen mal ein paar Fragen dazu stellen. Ich hätte gerne erstmal bitte Ihre Dokumente. So, gucken wir mal. Gucken wir uns mal den Personalausweis an. Wir haben hier die Hofmann Nina. Okay. In Mutterstadt. 67 geboren. Finde ich sehr interessant. Da gucken wir uns mal noch die Fahrzeugpapiere an. So, die Schneider GmbH. 3 bis 2015. Lastkraftwagen. Okay. Bin ich soweit zufrieden. Und hier haben wir nochmal die Hofmann Lena. Alles klar. So, haben Sie Alkohol aus Zufall genommen? Okay, hat sie schon mal nicht. Dann das Übliche, haben Sie Drogen konsumiert? Nee, nein, nie im Leben. Bleiben Sie weiterhin von Drogen fern. Ach, was wird sie das ein Bulle jeweils sagen? Aber wir machen trotzdem mal einen Wischtest und einen Alkoholtest. Das, soweit muss das schon mal sein. Aber ich finde es schön, selbst wenn die Entwickler das Spiel nicht allzu ernst nehmen. Gerade, ich kann es mir jetzt mit den Dialogen vorstellen. Da kann man ja eigentlich so viel Scheiße daran bauen. So, ich habe, wir lassen das mal kurz hier durchswitchen, weil ich kann so schnell nicht lesen. Okay. So. Können Sie mir schildern, was geschehen ist? Ich habe gerade den LKW überholen wollen, ohne Anhänger wirken, die ja... Ja, nicht so ganz bedrohlich neben einen auf der Fahrbahn, sonst mache ich das nicht so gerne. Tja, von wegen, fährt der mir doch beim Überholen hinten rein. Vielen Dank für Ihre Aussage. Mit den Anhängern wäre es vermutlich schlimmer gekommen. Gut, dass er nicht dran war. Okay. Dann kann er jetzt erstmal hier wieder gehen. Wer hier hinten weiter hupt, der kriegt 20 Euro wegen unzulässigen Huben. Dass wir uns da mal verstanden haben. Das müsste man mal bringen, Alter. Wenn hier ein Unfall ist und dann hinten boom die Autos, ey. Ich glaube, das machen die eh mal. So. Wurden jetzt hier noch da geplatzte Reven, beziehungsweise wenn man das überhaupt Reven nennen kann. Vielen Dank. Die Fahrzeuge kann ich hier leider nicht kontrollieren. Sie können gehen. Ich hub gleich mit. Komm mal da. Komm, rein damit. Ich bin jetzt Polizeioberwachtmeister. Cool. Mein Fahrzeug wurde auf Verdacht auf Drogen gemeldet. Es befindet sich auf der A42 in Richtung A28. Auf der Tankstelle finden. Okay. Ich kann selber mal schauen, wo das ist. Toll, das ist hinter uns. Muss schon hier einmal wenden. Ich kann meine Schicht rein theoretisch beenden. Machen.
Offensiv ist manchmal doch sehr eigen. Aber die Jubel finde ich immer noch am geilsten. Hier ist die Dankstelle. Ich hätte jetzt so einfach drehen können, rückwärts. Nein, aber nein, wir versuchen es ja ordentlich zu machen. Und schau mal, wo ist hier die. Hier vorne ist hier eh schon die nächste Ausfahrt. Oder es ist eine Tankstelle, was ich ja wohl mal eher denke. Ne, es ist eine Abfahrt. Okay. Fahren wir hier mal darüber, da wieder runter. Und dann machen wir eine Schicht hier. Dann gehen wir in die nächste Schicht rein, wollen ja irgendwann befördert werden. Aber es geht gut laus machen, wenn es nicht gerade no tut. Zentrale am Norbert Moor 02. Melden Sie sich. Norbert Moor 1. An Zentral. Einsatz beendet. Gut. Es geht um das Kennzeichen LI LI WM 355. Da haben wir drehen doch hier. So, hallo. Entschuldigung. Ich knalle mal mit meinem Gürtel an ihre Dings da. Guten Morgen, allgemeine Verkehrskontrolle. Ich würde gerne mal ihre Dokumente sehen. Mein Führerschein habe ich, auch die Fahrzeugpapiere habe ich vergessen. Das ist üblich. Oh, geben Sie mal her. Vielen Dank. Gucken wir uns erstmal die Dokumente an. Das ist der Hohenzollern Milan. Milan spricht Deutsch, das finde ich gut. Milan, der Verbandskasten. Hinten im Kofferraum, finde ich gut. Milan, haben Sie verbotene Gegenstände an Bord? Nee. Mikrofon aktiviert. Hallo Dino, du bist gerade noch. Du kannst gerne drinnen bleiben, live bei deiner Polizeikontrolle. Okay. Ja. Was für eine Polizeikontrolle? Auch im Allgemeinen, danke für die Auskunft. Naja, ich bin ja gerade bei so einem LKW-Fahrer. Und guck mal, so Verdacht auf Drogen. Was muss so als Autobahn... Nee, Autobahnpolizei. Hast du das schon? Ich hab das schon. Das ist heute rausgekommen und ich nehme auch gerade auf. Jetzt kann ich endlich wieder einen Titel schreiben mit McManius auf Streife. So nenne ich das. Das ist cool. Aber kommt das nicht morgen? Das kommt sogar, glaube ich. Naja, doch, ich schau morgen zwei Parts raus, ja. Achso, das Spiel. Ja, das Spiel kommt rein theoretisch eigentlich erst am Donnerstag raus, aber Aerosoft hat das aus irgendeinem Grund heute schon veröffentlicht. Ah, okay. Ja. Deswegen. Schade, dass es kein Multiplayer hat. Das wäre wieder zusammen richtig geil. Wie ist es dein erster Eindruck? Sehr zweckmäßig. Das Spiel ist ganz nett. Aber du wirst es später selber sehen. Ich weiß nicht, wer von Z-Software die Dialoge geschrieben hat. Aber die Dialoge sind richtig gut. Zum Beispiel hier. Ich würde gerne mit Ihnen einen Drogentest durchführen. Der Test ist erfreulicherweise negativ. Sehr schön. Bleiben Sie auch in Zukunft fern von Drogen. Oder ich hatte vorhin einen Unfall, wo zwei LKWs, zwei kleine Transporter zusammengekracht sind. Und die eine meinte halt, ja, wie war der Hergang, so bla bla bla. Und ja, ich wollte den LKW überholen, ich habe seine Geschwindigkeit komplett falsch eingeschätzt. Ah, wie soll ich das der Versicherung erzählen? Und der Bulle sagte dann in den Dialog so, machen Sie sich um die Versicherung erstmal keine Sorgen. Machen Sie sich eher Sorgen, wie Sie das den Richter erklären. Das ist so eine Scheiße.
Das ist natürlich geil. Doch so eine Scheiße, Alter. So richtig deeskalierend, weißt du? Wie lange machst du jetzt noch die Folge? Nicht mehr lange. Also ich mache jetzt hier nur noch die Karre ab und dann fahre ich zur Wache. Und ja, ich denke mal, 2 Minuten kannst du auch noch da bleiben, wenn du möchtest. Ja, geh schon mal fix was anderes fix dir noch klären. Ja. Und stupst du mich an? Ich stupst dich an, ja. Okay. Viel Spaß noch. Danke. Buddy left your channel. So. Ah, das ist so geil. Ah, stellt euch das mal vor, Alter. Ich und Tino hier in der Bullenkarre. Ah, das wäre so cool. Ja, ja. Ah, so. Krieg ich jetzt so. Achso, ja. Es wird eine Geldstrafe gegen sie verhängt. Mein Freund. So, 10 Euro, weil der Führerschein nicht mitgeführt wurde. So, dann ist Feierabend. Ich frage mich, was hier. Ich habe hier auch noch einen Kollegen da drinnen. Geiler Mutter. So. Tabella Summe 2 an Zentral. So, dann muss ich jetzt auch schon wieder hier von der. Von der Autobahn zurückfahren. Ich frage mich, was dieses Gepiepe ständig ist. Ist das Dings hier Spurhalteassistent oder Entfernungs- oder Einparkassistent? Das ganze Gepiepe jedes Mal. Da. Norbert Mohr 1 an Zentrale, melden Sie sich. So. Entschuldigung. Da konnte ich jetzt noch nichts mal dafür, ne? Das soll ich vielleicht auch dazu sagen. Norbert Mohr 2 an Zentrale, melden Sie sich. Das Spiel ist cool. Jedenfalls kommt drauf an, wie man es halt spielt, aber. Zentrale an Norbert Mohr. Bin ich jetzt auf die Hupe gekommen? Ich hab F9 geklickt. Ach ja, meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Deswegen danke ich auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und ja, bis dann. Entschuldigung. Bis dann, Autorinne. Tschüss.